Moin, ich bin der Zukunftsbaum, ich kling mich kurz ein. Hey, bitte verzeih, du hast es eilig, das peinlich, drum teil ich diese Folge, weil ich habe so viel gemacht. Es war eine saulange Nacht, das krieg ich niemals in 25 Minuten gebracht. Trotzdem, viel Spaß, ich weiß, es ist eine Folge ohne Resultat. Es tut mir echt leid, ich hoffe, du bist mir nicht sauer, ich hab dich schließlich gewarnt. Ich bin der Baum, willkommen zurück bei einem Song namens Detmold. Ich habe noch mal einen Drumtake gemacht, weil der von dem Teaser von letzter Folge war, den fand ich jetzt nicht so perfekt hier und da. Und an einer Stelle habe ich auch einen ganz anderen Beat gemacht. Das Halbschnelle habe ich nämlich vergessen, beziehungsweise zu spät dran gedacht. Wenn ich euch ein Geheimnis verraten darf. Den habe ich gerade aufgenommen, der heißt Drums 48. Ich nehme in einen neuen Ordner auf, deswegen hat er wieder bei 1 angefangen. Hier guckst du, Take 23 ist auch von heute. Da habe ich kurz überlegt, ob ich den behalten soll. Das heißt, ich bin mittelschwer verzweifelt. Das darf nicht wahr sein, ey. Das darf nicht wahr sein! Wann soll ich denn fertig werden mit der Und das erklärt auch, warum ich gerade etwas schwerer atme. So, ich würde heute gerne diesen Song hier oben fertig kriegen, also dieses Demo zumindest. Einziges Problem ist, wir haben 10 nach 10 abends unter der Woche in meiner liebgewonnenen Heimatmetropole und ich bin auf die hiesigen Busverbindungen angewiesen. Das bedeutet, wir müssen gleich ein bisschen Hackengas geben. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, heute die Gitarren nochmal neu zu machen, weil die waren mir doch ein bisschen zu drauf los hier und da. Ich wollte mir was Schönes auf dem Bass überlegen, ich wollte das Kazoo nochmal neu machen, ich wollte Vocals machen und Backings machen. Läuft bei mir. Die gute Neuigkeit ist, in der vergangenen Woche ist mir nichts weiteres kaputt gegangen, außer ein paar Sticks. Ich bin da ein bisschen auf dem Zahnfleisch, aber bald ist ja Weihnachten. Ich kämpfe ein bisschen vehement gegens Krankwerden seit ein paar Tagen. Mit allem, was im Medizinschrank übrig ist vom letzten Mal und mit einer gehörigen Portion guter Hoffnung. Weil das passt mir überhaupt nicht in Kram. Ich habe noch einiges vor, gerade bis Weihnachten und gerade auch hier. Eine Sache noch kurz vorneweg. Ich habe gerade aufgezählt, was da alles reinkommt. Später sollen da auch noch Synthes rein und Keyboards und im Grunde alles, was im Schrank ist, einfach irgendwo in den Song reinwerfen. Deswegen könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wird es vermutlich nicht das inzwischen gewohnte Multikamera-Performance-Video geben, zumindest nicht in der Form, dass auch wirklich jedes Instrument da drin ist, weil da geht sogar Jesus in die Knie. Jesus ist mein Computer. Im Zuge der fortgeschrittenen Zeit werde ich es auch nicht so machen, selbst wenn ich jetzt gleich die Gitarren nochmal neu mache, alles in einem Take zu spielen, das ist utopisch. Deswegen machen wir es mal so langsam ein bisschen mehr Studio-like mit ein bisschen Neuansätzen zwischendurch und wird schon schief gehen alles. Gut, ich baue mir jetzt erstmal Gitarrenkrempel auf, mache dann aber wahrscheinlich erstmal Bass darüber und entscheide dann spontan, wie es weitergeht. Lasst euch überraschen, ich mich auch. Bis gleich. Kuckuck, wir sind zurück und ich habe einen Bass in der Hand. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich damit vorhab in diesem Song. Auf jeden Fall wesentlich mehr als irgendwelche Grundtonachtel. Ich werde rumprobieren müssen. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal auch auf Aufnahme, auch wenn ich nicht glaube, dass da irgendwas Zählbares jetzt schon bei rumkommen wird. Aber probieren geht über Studieren, weißt du ja. Gitarre da. Boah, was ist denn da so nervig? Der hat eine ganz nervige Eigenfrequenz die ganze Zeit, egal was ich mache. Wird wahrscheinlich zu viel des Guten sein, wa?
probieren wir einfach hier. Ich muss hier mal die Bässe rausnehmen. Ich höre nicht, was der Bass macht. Oder ich... Klingt zwar zum Kotzen, aber ist vielleicht zum Ausprobieren besser, weil dann höre ich halt besser raus, was da passiert im Einzelnen. Sonst ist mir das zu viel Gedröhne gerade. Vielleicht ist er auch einfach nicht gestimmt. Kann das vielleicht... Vielleicht ist er auch einfach nicht bunt rein. Das wäre ja ganz was Neues. Das wäre ja ganz was Neues bei meinen Instrumenten. Den Refrain überlade ich damit. Ja, dann mache ich den mit. Da bin ich schon wieder auf dem. Ah, okay. Ah, schwierig. Schwierig, aber gut. Ich gehe von dieser elendigen Zerre jetzt runter. Das geht mir so auf den Keks gerade. Ich wette dir auch. Oh, Alter. Ich glaube, da hat sich gerade ein Wackeliger gelöst irgendwo. Alter, wo kommt der denn her? Wahrscheinlich liegt es an diesem Qualitätsbass. Ich lösche alles, was da ist. Weg damit. Will ihn nicht mehr sehen. Falsch rum. Das wird auch noch häufig passieren. Das eine Mal, also bei der Gitarre vor allem, ne? Einmal mache ich halt und einmal mache ich... Ich werde es 100 Mal noch durcheinander würfeln, verspreche ich dir. Und so langsam. Im Refrain, wenn ich den mit der Snare mache, dann passt nicht. Dann muss auf jeden Fall da schon einer kommen. Übrigens, wenn ihr hier die ganze Zeit so ein bisschen Brummen im Raum hört, das ist eine Heizung, die steht hier drunter und die ist bitter nötig, weil wir haben Mitte Dezember und hier ist sonst kälter als draußen. Ah, weißt du was? Intro kein Bass. Keine Lust. Wir sind soweit, also ich bin soweit, dass ich weiß, was ich wo zu spielen habe. Jetzt muss ich es nur noch hinkriegen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir es in einer Stunde im Kasten haben. In einer Stunde kommt auch der letzte Bus. Ich glaube, von dem Gedanken könnte ich mich verabschieden. Ich werde jetzt die Heizung mal ausmachen. Es sei denn, wir rushen da ganz schnell durch. Ich scheiß drauf, die Gitarren neu zu machen. Ich scheiß drauf, das Kazoo neu zu machen. Ich mache den Gesang und ich mache die Backings gleich so schnell, wie es geht. Ihr seht nicht. Erstmal versuche ich jetzt mal den vernünftig in den Kasten zu kriegen. Das wird schwer genug. Ich brauche diesen ewig langen Vorlauf nicht. Pass auf. Wir fangen ab sofort sämtliche Bassaufnahmen da an. Wie wär's?
Alter, erschieß mich einer, ey. War schon fast gut sogar. War schon fast gut. Ich komm immer noch nicht... Warte mal, hatte ich nicht was gesagt von wegen, ich möchte gerne hier anfangen? Wunderbar. Okay, dann lass es uns doch so machen. Ich weiß selber noch nicht genau, ob ich davon überzeugt bin, was ich da jetzt spiele. Das war halt jetzt eine Erfindung von 20 Minuten, ne? Deswegen. Aber besser als gar keine. Und ich hätte da schon gerne einen Bass drin, auch jetzt, heute Abend schon. Ist doch nicht wahr! Ich weiß auch nicht, wann der erste kommt. Minuten Bassaufnahme, Alter. Wer soll die Scheiße zusammenschneiden und wann? Wie lange nimmt er jetzt auf? 1,18. Geil! Es ist 23.15 Uhr. Erwähnte ich, dass ich die Gitarren nochmal neu machen wollte und Kazoo und Backings und Gesang? Stark. Ich glaube, ich habe gerade meinen Aufnahmezenit überschritten und zwar eindeutig. Ist immer so das Phänomen, ich brauche entweder 3 Takes oder 300. Weißt du Bescheid? Reicht mir jetzt, ich setze jetzt da neu ein. Das Beste ist, wenn mir in einer Woche die Bassline nicht mehr gefällt. Da freue ich mich aber. Ich wusste, ich bringe die Scheiße nicht nach Hause. Ich wusste es. Unglaublich. So. Wir haben jetzt einen Bass aufgenommen, der nicht übermäßig sauber ist, aber wenigstens ist überall der Ton, den ich haben wollte. Sämtliche anderen Takes kann ich nicht mehr sehen. Weg damit, weg damit, weg damit. Also im Refrain, also ich sag mal so, die auf dem Cha-Cha, die so ein bisschen Rock'n'Roll, die finde ich schön. Im Refrain, weiß ich nicht, es passt halbwegs zum Drum, aber weil die Gitarre noch diesen Verschieber da reinmacht, ich kann mir vorstellen, dass es rhythmisch too much sein wird. Ich weiß es noch nicht. Von mir aus schreibt's mir in die Kommentare. Kuckuck, willkommen zurück. Ich weiß, ich sehe ein bisschen affig aus gerade, aber so langsam gehen mir die Kopfbedeckungen aus und ich dachte mir, dieser Hut ist wenigstens dem nun folgenden Instrument entsprechend. Es geht nämlich mit Kazoo weiter. Wir haben 5 vor 12 des Nachts. Erwähnte ich, dass ich ins Bett gehöre eigentlich? Ist mir egal. Ich habe Folgendes mir vorgenommen. Ich mache heute Nacht sämtliche Instrumente fertig, von denen ich berichtet habe und die ich mir vorgenommen habe und versuche, diese Aufnahme schnieke zu kriegen. Aus folgendem Grund. Was haben wir bis jetzt gemacht? Hand aufs Herz. Wir haben einen finalen Song, der als finaler Song zwar gut ist, gehe ich von aus, aber die Musik ist komplett dem Text untergeordnet. Wir haben einen Opener, der zwar relativ niedlich als Opener ist, aber auch nur 100 Sekunden lang. Und wir haben Neun Rade, einen kleinen Filler-Song, der im Wesentlichen von gar nichts handelt und auch ungefähr bei der Länge eintrudelt. Und der Song ist wenigstens einer mit einer vernünftigen Struktur, mit Strophen und Refrain und B-Teil und C-Teil und Schieß mich tot und verschiedenen Instrumenten und musikalisch wenigstens
was man halt einen Song nennt. Ich habe nachgeguckt, er ist über 3 Minuten lang mit dem Text, das wird noch ein böses Erwachen geben, fürchte ich. Aber ganz im Ernst, so langsam können wir uns mal an die gehobeneren Songs rantasten. Für die nächste Folge habe ich mir einen zurechtgelegt, von dem ich hoffe, dass es ein Instant Classic wird. Können wir alle mal gespannt sein, also ihr und ich auch, wir sitzen da wesentlich im selben Boot. Was ist denn jetzt schon wieder falsch verkabelt? Ach, hier ist etwas gar nicht verkabelt. Mein Chef hat heute zu mir gesagt, ich soll mir die Ruhe antun. Entweder liegt's an mir oder das Instrument ist nicht so einfach, wie es aussieht, weil es ist im Wesentlichen gesungen, aber rogerung. Ja? Deswegen, man blockiert sich hier alles, was irgendwie die Stimmbänder elastisch macht. Und versucht trotzdem Töne zu treffen. Und das kann ich ja so schon nicht. Warum ich das überhaupt mache, ist folgender Grund. Das Kazoo, was es schon gibt, lief nicht über dieses Mikro, sondern über eins von denen da hinten, mit denen wir proben, mit Fail. Und da hätte ich schon ganz gerne ein besseres Material. Übrigens sind auf sämtlichen Kazoos hier Amp-Simulatoren. Ich stehe auf die Dinger. Die machen alles schön edgy. Bei den Kazoos gibt es ein Links-Rechts-Gefälle. Also ich werde die doppeln. Für links und rechts, aber nicht wirklich identisch. Die machen so ein bisschen Kanon-Action. Siehst du? Und schon vergessen, im Intro gibt's nämlich auch schon Kazoo. Das muss ich auch aufteilen an der Stelle, das wird sonst nix. Auch wenn es anscheinend letztes Mal was wurde, so wie die Spur da erscheint. Ja, bin ich wohl alt geworden in der Zwischenzeit. Waren nicht so die Töne, ne? Das wird uns noch die Nacht über beschäftigen. Ich weine. Die gefielen mir schon bei dem nullten Demo nicht. Ich lass die sein, ich konzentriere mich da auf die. Die sind schwer genug. Also, das muss da rein. Deine Mutti muss da rein. Ich weiß nicht, ob es unbedingt auf der Spur sein muss, aber warum nicht jetzt schon mal aufnehmen? Ja. Guten Morgen. Das mache ich nämlich. Ich mache die doch, aber ich roll die nicht. 2 Stunden hat die Kamera noch. Ich bin mal gespannt, ob das reicht. Haha! Dieser Song ist frei verfügbar. Ja, da hinten ist egal. Ich habe folgende Idee. Ich mache links 2 und rechts 2. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Einfach auch, damit richtige Töne sich eher durchsetzen im Verhältnis zu nicht so richtigen Tönen. Ah, nicht schön. Habe ich jetzt am Ende anders gemacht als bei Kazoo R? Könnte aber unter Umständen sogar zweistimmig funktionieren. Wollen wir es uns mal anhören? Lass es uns mal anhören. Der geht. Kann man machen. Ist natürlich krumm und schief alles, aber juckt doch. Dann lass uns doch mal links dazu machen.
deine Mona Moni. Fliege ich da raus, ey, ist da auch nicht wahr sein. Das tut uns leid. Na, Gott sei Dank. Und kasuell noch und fertig ist die Lauge. Ich hab nicht das Gefühl, dass das gut war. Er hat gelogen. Ah, Gott sei Dank. Weg damit. Und vor allem, warte mal, was mache ich eigentlich als nächstes? Ich mache Backings als nächstes. Wie wär's denn damit? Ich guck wieder aufs Display und nicht in die Linse, so. Ich habe mir folgende überlegt. Manch einer möge das albern finden, aber der gute Tom DeLonge, eines meiner größeren Vorbilder von Angels in Airwaves und ehemals Blink und so weiter, macht genau so eine Sachen. Deswegen, das ist absolut approved und als Kunst angesehen. Okay? Okay. Ich lasse die Effekte erstmal aus. Sonst überfordert ihn das und dann hat die Aufnahme wieder Schluck auf. Hatte sie gerade nämlich auch schon einmal. Siehst du, ich sag doch, ich übersteuer. Da habe ich was vergessen. Das ist ein ganz schönes Spurendurcheinander, weil die Backings sprechen mit den Main Vocals und sowas in der Art. Und das Intro wird immer besser. Es ist ein Traum. Das war schief. Fief. Alter, ich bin so stehen K.O. gerade, ne? Aber ich mach gleich noch Gitarre. Und nach müde kommt doof. Warum hast du was gegen Dunko? Warum diese? Wie leidig. Gut, für den First Take war es in Ordnung. Geht aber noch besser. Deswegen, haha, zur Sicherheit. Ja, ist ja gut. Ah, ist doof, ne? Im zweiten Refrain treffe ich die Töne nicht bei Jo-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Gut, machen wir auf rechts auch zwei Takes. Im Idealfall werden beide so gut, dass ich hinterher einen nach links rüberziehen kann. Immer quatschen Leute in meine Intros. Oh-oh. Stimmfarbe nicht da, wo ich sie haben will. Entschuldigung. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wie viel habe ich eigentlich noch? Das hier an. Halleluja, und einen noch. Ich glaube, ihr kriegt so langsam ein Gespür dafür, wie seriös der Song inhaltlich ist, war nicht? Es werden noch andere kommen. Es werden noch allgemeingültige Songs kommen, mit denen ihr auch was anfangen könnt und auf eure Situation beziehen, je nachdem, was für Situation ihr habt. Versprochen! Na, Gott sei Dank. Okay, pass auf. Die Spuren sind relativ unsauber, weil habt ihr vielleicht mitgekriegt, ich musste immer mal zur Seite und die Töne wieder neu suchen, um sicher zu gehen. Ist auch so eine alte Krankheit von mir. Das muss ich alles sauber machen. Das mache ich aber zu Hause. Ich bin mir sicher, ihr brennt darauf, wovon zum Geier dieser Song handelt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habt ihr auch schon zu viel des Guten. Ich feiere die Musik gerade doch relativ hart, auch der Bass fügt sich relativ gut ein, finde ich. Es sind halt alles Versatzstücke, die es alle schon mal gab irgendwo. Das ist halt das Ding, ne? Du hast halt nur eine begrenzte Anzahl an Lebensmitteln und die Kunst ist es, daraus eine neue Suppe zu kochen. So sehe ich das. Okay, ich baue euch wieder nach da unten, stöpsel hier wieder alles um. Wir sehen uns gleich wieder.